Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren 3 Tagesbotschaften für heute, für morgen und für übermorgen. Das Video ist natürlich zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann ist es für dich ganz richtig und dann bist du genau deswegen hingeführt worden, weil es dir etwas mitteilen möchte. Wer es heute am Veröffentlichungstag schaut, der bekommt natürlich von mir meine liebevollen Wochenendbotschaften für Freitag, Samstag und Sonntag. Aber ansonsten, wenn du es heute an einem Montag schaust, dann gilt es für dich für Montag, Dienstag und Mittwoch, egal zu welcher Jahreszeit oder ja, egal wo du dich befindest. Es möchte dir dann auf jeden Fall was sagen. Wir werden gleich 3 Karten aus dem Lenormand-Kartendeck ziehen für unsere Hauptüberschriften, dann eine Karte aus dem Feenorakel. Jetzt sage ich schon Feenorakel, nein, kein Feenorakel, sondern aus dem Engeltarot. Ich gucke mir hier den Engel an und sage noch Feenorakel. Und eine Karte natürlich von den Engeleinchen, auch zur Ergänzung, Unterstützung etc. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Freue mich über ein kostenloses Abo, tut nicht weh, damit unterstützt ihr mich sehr. Ich freue mich natürlich über den Daumen hoch, über private Buchungen. Unter dem Video findet ihr meine E-Mail-Adresse, auch in den Shownotes. Kontaktiert mich dafür sehr gern, dann legen wir die 36 Lenormand-Karten komplett für euch, aber auch noch andere Karten ziehe ich dann zu eurem Thema, zu euren Themen. Aber jetzt gucken wir natürlich für die 3 Tage, die jetzt mit inklusive heute auf uns zukommen. So, dann nehme ich uns heute genau diese Karte. Dann nehme ich uns diese Karte und diese Karte. Da haben wir einmal die Eulen, da haben wir uns. Und den Weg. Uns, sage ich jetzt ganz bewusst, auch liebe Herren, wenn ihr zuschaut. Ich sage das nicht immer, aber trotzdem, eigentlich möchte ich es gerne immer sagen, damit manchmal vergesse ich es auch. Wir sind alle hier die Frau im Kartenblatt, im Kollektivkartenblatt, Fragesteller, Fragestellerin. Und der Mann, die 28, ist immer Herz, Mensch, Herz, Menschin, ne? Oder divers, das münzt ihr auf euch um, wie es für euch genau passt, ne? Aber letztendlich jetzt hier sind wir alle die Frau, das ist ganz wichtig zu wissen. So, wir schauen hier in dem Kartendeck von Markiellen, Lennys, gucken wir so nach hinten. Wir gucken hier in eine Phase von Stress, Hektik, manchmal auch Ängste, Oberflächlichkeiten, vielleicht noch etwas Unausgesprochenes, Unausgekorenes, Ungereiftes, wie auch immer. Ne? Kann alles hier betreffen. Und schaut mal, hier vorne haben wir schon hier neue Möglichkeiten, neue Wege. Und manchmal haben wir so ein Bauchgefühl, ne? Manchmal so Sturm und Drang und irgendwie alles, ne, keine Ahnung, hin und her, wischiwaschi, nicht Fleisch, nicht Fisch. Irgendwie komisch, irgendwie wartet man bei Bewerbungen auf irgendwelche Resonanzen, in der Selbstständigkeit, auf Kundenantworten, bei Behörden, irgendwelche Antworten, Gelder, Umschulung etc. Ne? Und natürlich ist es so ein Wirrwarr in uns. Und ich finde es schön, wenn wir da nach hinten schauen, wenn wir das rückblickend haben, ne? Also in diesem Zustand vielleicht gerade noch sind, aber wir diesen Zustand gar nicht mehr eigentlich akzeptieren müssen, weil hier die neuen Wege, Entscheidungen, Optionen hier schon kommen. Sie stehen schon sozusagen vor der Tür, sie warten schon darauf, dass wir sie annehmen, dass wir Entscheidungen fällen. Das ist auch mal ganz wichtig, nur wir können unserem Leben entscheiden. Und wenn wir einen Magen, Bauchgrummeln haben vor Entscheidungen, vor neuen Wegen, dann ist es auch wichtig, da mal hineinzufühlen, warum ist das so? Was möchte es mir sagen? Was ist wichtig noch für mich zu wissen, zu erledigen, zu hinterfragen, um diese Entscheidung, diesen neuen Weg etc. gehen zu können? Ne? Also übertüncht es nicht, weil irgendwann meldet es sich wieder, dieses Gefühl. Ne? Und wenn ihr da noch Informationen braucht, dann holt sie euch. Auch ganz, ganz wichtig, ne? Das ist so, nicht einfach immer abtun, weil irgendjemand sagt, ja, mehr brauchst du nicht wissen oder will euch abspeisen mit irgendwas. Nein, wenn es für euch, für euren Gemütszustand wichtig ist, dass ihr noch eine Antwort mehr bekommt, dann ist das wichtig, ne? Nein heißt zum Beispiel noch eine Information nötig, ne? Also N-E-I-N. Nein, ich bin ja letztendlich Vertriebstrainerin und wenn man ein Nein bekommt, ist es immer wichtig, das zu hinterfragen. Weil Nein heißt, noch eine Information nötig. Also muss ich nochmal nachfragen, ich auch selbst, wenn irgendwo etwas unklar ist, was mich nicht so pari macht, was mich nicht in die Balance bricht, was mich nicht sicher macht. Weil dann kann ich die Entscheidung fällen für den neuen Weg, für die neue Möglichkeit. Und was auch immer das bei euch ist, für die Arbeit,
zu einem Menschen. Upsala, jetzt schon wieder hier. Meine Güte, ich bin in den letzten Tagen immer hier mit meiner Deko ein bisschen auf Kriegsfuß hier. Mein Pilz wollte jetzt diesmal nicht stehen bleiben. Letztes Mal hatte ich dann auch hier. Da ist auch was umgekippt. Ich glaube, das war der Vogel, ne? Ich weiß es nicht mehr, egal. So, wir ziehen aber jetzt mal ergänzend hier ein Engeltarot. Ich versuche diesmal nicht den Pilz umzuwerfen. Noch ist es mir geglückt. Und dann ziehen wir noch ein Engeleinchen oben drauf. Ergänzend auch. Dann nehmen wir uns das hier heute. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hier kommen möchte beim Engeltarot. Ritter der Luft. Intelligent, entscheidungsfreudig, idealistisch, unermüdlich. Ereignisse, die in schneller Abfolge stattfinden. Nimm dir Zeit, um deine Optionen sorgsam zu durchdenken. Kreative Lösung. Super, oder? Passt wie die Faust aufs Auge zu den anderen Karten. Mega, mega, mega. Ich bin wieder total begeistert. Ja, es ist so schön, ne? Intelligent, entscheidungsfreudig, ja, neue Wege zu gehen, mit Bauchkrummeln, unermüdlich. Ereignisse, die in schneller Abfolge stattfinden. Nimm dir Zeit, um deine Optionen sorgsam zu durchdenken. Kreative Lösungen. Und das ist was, ne? Wenn ihr irgendwie ein komisches Gefühl habt, hinterfragt es. Fragt nach, ne? Was ich vorhin sagte mit Nein. Noch eine Information nötig. Nicht abspeisen lassen. Nicht denken, nur weil der andere nicht mehr sagt, ist das dann genug. Nein. Wenn irgendwas noch da ist, was euch noch wurmt oder was ihr verändert haben möchtet, angepasst haben möchtet, etc. pp., dann macht es. Dann bleibt da dran. Denn die neuen Möglichkeiten, die sind ja langfristig, die sollen ja auch langfristig sein. Und ihr kriegt hier dadurch, dass ihr noch, ich sag mal, noch eine Information mehr bekommt zum Beispiel, kommen auch noch mehr kreative Lösungen, Möglichkeiten diesbezüglich. Und hier ist schon entscheidungsfreudig auch, idealistisch, intelligent. Also diese Entscheidung, diesen neuen Weg, den du gehst, unermüdlich, den wirst du richtig gehen, den wirst du richtig machen. Du wirst sehen, dass es genau so sein soll, dass es genau so wichtig und richtig ist, wie du es dann machst. Aber trotzdem musst du hier ausgeglichen sein. Du musst hier in Balance sein. Und alles, was noch Unwohlsein mit sich bringt, das muss vorab geklärt werden. Auch wirklich, das ist wichtig, weil das holt euch irgendwann mal trotzdem ein. Und deswegen macht das. Und manches ist auch noch wirklich eine Oberflächlichkeit und macht ein komisches Gefühl. Ja, dann hinterfragt es auch, bevor ihr irgendwo euren Karl Otto und runtersetzt, ne, als Unterschrift. Auch ganz wichtig. Wir schauen uns das Engeleinchen jetzt aber mal an. Heilen, wow. Wow, wow, wow. Heilen. Das ist Erzengel Raphael. Jetzt haben wir zwei Engelkarten hier und jetzt haben wir auch noch den Erzengel Raphael. Heilen. Berühre voller Hingabe das Herz und dann lass geschehen. Ja, ist das nicht toll hier? Entscheidungsfreudig. Klärungen hier. Es darf was heilen. Kreative Lösungen kommen. Du darfst unermüdlich für dich weitermachen, ne? Du darfst eher idealistisch sein. Du darfst deine Intelligenz anbringen. Es wird hier schnell vollzogen, wenn du dann auch in die Initiative gehst. Aber überdenke alles bodenständig und realistisch. Und Erzengel Raphael, wenn du an Erzengel glaubst oder sie dich unterstützen dürfen, dann nimm ihn auch diesbezüglich. Heilen, berühre voller Hingabe das Herz und dann lass geschehen. Und horch in dich hinein. Na, kläre alles, bringe dich in Balance, in deine Seelenliebe, in dein inneres Seelenheiligtum, sage ich jetzt mal auch. Und dann dadurch, was vielleicht in der Vergangenheit auch war, stressige Zeiten, nicht gute Zeiten, das geht auch in die Heilung, weil die neuen Wege, die du dann angehst, die sind ganz anders. Die sind so bewusst und so durchdacht und so sicher, dass es die richtige Entscheidung ist, wenn du dann in dich hineinfühlst, wenn du alles geklärt hast, gemacht hast, getan hast, dass du da so für dich profitieren wirst und so glücklich sein wirst, dass das voller Glück und alles gekrönt werden sein wird. Ganz, ganz sicher da. Also das sehe ich ja von den Karten her, gerade wenn auch die Heilungskarte auch noch kommt. Deswegen bring dich in die innere Ruhe, kläre alles, was noch geklärt werden muss, durchdenke alles, nimm dir Zeit, deine Optionen sorgsam zu überdenken, deine Möglichkeiten hier kommen. Und dann wirst du sehen, dann wird hier alles in die Heilung gehen und das für dich in die Positivität definitiv. Ihr Lieben, dicken, fest, fetten, mega Drücker, zauberhafte 3 Tage wünsche ich euch. Danke, dass ihr da seid und bis zum nächsten Orakel. Tschüss.